So, dann gleich die letzte Jägermission und dann gehen wir weiter, oder? Ja. Und dann haben wir es für das Gebiet einmal abgehakt, die Jäger-Missions. Was ist mit dir los? Was ist das? Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Was ist das? Du musst daraus etwas herstellen, schau. Hey. Eben, also kannst du was herstellen, es wird dir nur nicht angezeigt. Mhm, sag ich. Und aus dem Ding kannst du auch was herstellen. Aus dem Blut Komodo Varan. Was ist mit dem Beuterucksack? Da brauchst du den menschenfressenden Hai. Tapirfell. Aber ich glaube, für einen Krestenrucksack brauchst du einen menschenfressenden Hai. Irgend sowas. Komodo Varanhaut. Aber normaler, oder wie? Ach! Ja, ich weiß schon. Du brauchst eine Komodo Varanhaut. Nur eine normale. Dann kannst du den herstellen und dann mit dem Blutkomodo kannst du die Krestestufen herstellen. Ja. Das heißt, wenn du mal wieder zufällig über einen Komodo-Varan stoßt, dann nimmst du den mit. Mhm. Mit einem RPG. Ei. Sehr cool. RPG. Wofür ich stehe? Oh Mann. Roman. Roman. Robert. Robert! Gimli, the man of Mittelerde. Jetzt fangen wir dran. Ja. So, über Stock und Stein, so muss das sein. Na? Jage ich den Hunden eine Rakete mit meinem RPG rein. Genau, die Handbremse wieder mit dem Schniedel anzogen. Ja, klar, ich fahr das. Map. RPG. 12. Was, 12? 12 Achso. Tiere übrig. Ah, musst du da rauf? Schaut so aus. Da sind sie eh schon. Gleich mal zurückgewaschen da. Boom. Einen hast du erwischt. Ich sehe da keine. Ja, da ist abgewaschen sein. Ah, ich fällt dir gleich noch an. Ja, ich hör schon. Aber wo? Da. Ah! So ist gleich ein paar der Wisch da drin. Jawohl. 7 noch übrig. Da ist auch noch einer vor dir. 6 übrig. Dann schieß noch mal eine da. Vielleicht sind da noch welche. Kommst du von anderen Seiten oder was? Nein, ich hol mir welche Raketen. Ach so. Wenn da welche da sind. Ja. Nein. Soll das die wertvolle Laufmusik sein oder was? Genau. Dum. Hinter. Einmal. Jawohl. Dann vielleicht mal ins Dorf reinschauen nochmal.
Wo soll ich niederbrennen? Oh, da ist er. Oh, na, das kann nichts werden. Da sind eh schon zwei da. Oh, du bist aber gefährlicher. Hoppala. Ja. Haifischfloß nehmen. Hand drücken. Stecken. Verzeihung. Was sind denn die Scheißviecher? 66 Meter. Auf einen ins Dorf. Der Dorf steht auch Bude drin, ist ein Dorf, oder? Na sicher, da links. Aha. Hey, sicher. Boah, der Hund ist aber schnell. Na komm, Hund, gehen wir spielen eine Runde. Komm. Komm schon. Passt. Zwei übrig. Sicher, die zwei werden sicher noch irgendwo auftauchen, ist die Frage wo und wann. Ich bin nach wie vor dafür, dass du mal zu den Hundezwingern schaust. Hoppala. Sonst ausbrochen, oder? Mhm. Ah, Kiste. Oh. Wildschweinfetisch. Keine Ahnung. Oder ist da Fleisch gestanden? Na, Fetisch. Passt schon. Schau, gell? Ja. Na kommt's, Putzis. Ja. Was im Regal klingen, gell? Ah, okay. Na, Hundis, wo bleibt's denn? 14 Meter, das heißt. 17 Meter. 13, 12, 11, 10. Hm. Mittlerweile ist schon dunkel. Und diese scheiß Köter müssen noch irgendwo da herumlaufen. Zwei Stück noch. Ist denn das zu fassen? Die Jagdinstinktspritze. Da brauchst du was? Bernsteingelbes Blatt oder was? Scheiße. Also müssen die eigentlich nur wittern, dass die angreifen. Ist da nicht ein gelbes Blatt da oben? Das ist alles ein rotes. Da sind allerdings die Viecher, gell? So ein Gebiet sind sie irgendwo. Ist er in dem Gebiet ist er ummalt, oder? Blau da, oder? Wandelröschen. Das soll jetzt aber nicht sein, oder? Na doch, bernsteingelbes Blättchen. Wunderschön, sagte Natascha zu mir, als sie öffnete meine Hose. Ist mir nur so eingefallen, kurz. Oh, Verzeihung. Jagdin stinkt. Jetzt sind sie in dem gelben Gebiet da unten. Oder so. Alles ein Weg.
gemacht, was es macht mit der Spritze. Und jetzt? Wie ist es? Ah. Elegant. Und da rechts war der nächste, glaube ich. Elegant. Das ist ja aus so ein Gebiet. Und da irgendwo habe ich einen gesehen. Da rechts war er schon. Ja, weiter in die Richtung da. Wenn mich nicht alles getäuscht hat. Da haben wir ihn schon. Unseren tollwütigen Kollegen mit der kalten Schnauze. Wir haben sind ja alle außerhalb vom Gebiet, hä? Jawohl. Wunderbärchen. Na, sehr schön. Du siehst die Viecher aber echt weit, hä? Cool. So, das heißt, unser Weg führt uns zum Riesen ins Tal, oder wie? Schauen wir mal. Halleluja.